Hallo, ich bin der Joscha vom Move 36. Ich nicht. Und Dirk beschwert sich immer, dass ich ihn nicht zu Wort kommen lasse. Deswegen freut euch schon mal nachher, frage ich dich ganz genau, wie du denn den Film fandest. Wir wissen ja noch nicht, was kommt. Hier schon mal ein kleiner Ausschnitt für euch. War hoffentlich geil, aber was passiert denn jetzt vor dem Film? Trailer-Stimmen der Zuschauer und unseren Stimmen. Oh ja, natürlich wird noch ein bisschen was geworfen. Ich habe wieder T-Shirts dabei von closeup.de. Ich habe ein paar Freikarten für nächste Woche. Oh, und noch so ein, zwei andere Sachen. Cool, brauche ich ja fast nicht mehr kommen, kannst ja super alleine machen. Nee, viel Spaß. Gesagt, getan. Neben haufenweise Popcorn gab es auch diese Woche wieder lustige T-Shirts, die in den Saal geworfen wurden. Und natürlich Freikarten. Diese Woche mussten Luftballons zum Platzen gebracht werden. Das war doch gecheatet, oder? Hast du die Videoaufnahme? Ja. Auf die Plätze, fertig und da es auch hier wieder keinen klaren Sieger gab, teilten sich beide Kandidaten den Inhalt der geheimen Sinnesneak-Überraschungsbox. Gut. Also, was haben wir hier? Wir haben eine Spardose in Handgranatendesign. Popcorn natürlich. Und nochmal ein T-Shirt. Was? Was steht drauf? Leerguterzeuger. Leerguterzeuger, ja, das passt am besten zu dir. Was magst du nehmen? Es ist, ist mir komm. Egal. Hier. Komm, hier. Super. Machen wir so. Ha, perfekt. Was macht ihr denn schon hier? Ja, wir haben vorverlegt. Hat Mama dir nicht Bescheid gesagt? Nee. Der Rasen könnte mal wieder gemäht werden. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist mein Zimmer. Es gibt doch genug andere. Ja, warum bist du denn in meinem? Ganz einfach, weil es dein Winter am wärmsten ist. Machen wir nichts aus Geld. Gibt ihm Luxus, wird von Papa durchfinanziert und sagt sowas. Das ist irgendwie in die Richtung. What's your problem? Kannst du dir mal sagen, dass sie ihre Klappe halten soll? Ich bin hier im Urlaub. Wir sind halt noch ganz schön verliebt. Wir sind vor allen Dingen ganz schön bescheuert. Vergiss nicht, den Rasen zu mähen. Ich behalte die Munition einfach für den richtigen Tag und dann wird scharf geschossen, das kannst du mir glauben. Was lassen wir? Seitdem die hier ist, da läuft doch alles gegen mich. Das Badezimmer ist frei. Handlung war sehr langweilig, insgesamt alles. Es war nichts Besonderes. Ja, war eigentlich ganz okay. Also von der Szene her nicht so schön, nicht so cool, aber. Ich fand ihn auch ganz gut, aber manche Sachen waren komisch. Super! Ja? Ja, also sah stark. Hey, das ist einfach so eine Story aus dem wahren Leben, sag ich mal. Das ist jetzt nicht so ein Action-Scheiß. Guck ich mir auch ganz gerne mal an. Ich fand den Film zwischendurch ganz lustig, aber er hatte halt seine Längen und ja, ziemlich viel Wasser. Nicht so bombig. Er hat ein paar Höhen und sowas, aber auch sehr viele Längen. Also ich war am Anfang skeptisch, dann hat er mich doch überrascht mit vielen witzigen Sachen. Aber dann kamen doch einige sehr lange Längen.
die mich doch wieder so ein bisschen ermüdet haben. Und ja, so insgesamt, ich glaube, 10 Punkte kann man geben, oder? 10? So, maximal kann man 10. Insgesamt 10. Ja, dann würde ich so 4 geben. Und im Sommer wohnt er unten endlich wieder ein deutscher Film. Endlich. Dirk, ich lasse dich ja selten ausreden, haben wir gemerkt. Magst du uns mal kurz die Story zusammenfassen? Ja, was für eine Story. Also es kam irgendeiner raus und hat gemeint, er hätte sich auch Promi Big Brother angucken können, das wäre interessanter gewesen. Und deswegen würge ich dich hier immer ab. Nein, es sind zwei Brüder, ein Jünger und ein Älterer. Der Ältere ist, lass dir mal so Mitte 30, Ende 40 gewesen sein, ist ein recht erfolgreicher Banker. Jedenfalls hat man im ersten Moment den Eindruck, aus Frankfurt. Sein Bruder, natürlich auch Deutscher, weil es ja beide Deutsche sind, wohnt aber im Ferienhaus der Familie irgendwo in Frankreich an der Küste. Da wohnt er zusammen mit seiner französischen Freundin und deren Kind und hat eigentlich relativ viel Spaß, liegt den ganzen Tag rum und genießt das Leben. Kann man ja mal machen. Leider kommt dann der ältere Bruder zu Besuch mit seiner Frau und das Drama nimmt seinen Lauf, weil das sind nämlich zwei Spießer und die anderen zwei sind eher so locker. Der Spießer mag keine Kinder und Geschichten aus dem Leben. Ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob die Frau von dem Bruder ein Spießer ist. Ich glaube, er selbst alleine ist ein Spießer. Sie war eigentlich eher so, naja, ich füge mich halt. Ist ja auch egal, weil? Ja, ein deutscher Film, der nicht in Deutsch war. Ich habe das Gefühl, 80% des Films war auf Französisch mit Untertitel. Genau, also wenn ihr keinen Bock auf Untertitel habt, ja, ich habe dich schon wieder abgewürgt, aber wir müssen uns ein bisschen abwechseln, das Video darf nicht zu lang werden. Wenn ihr keinen Bock auf Untertitel habt, seid ihr da definitiv falsch, weil die drei Akteure fließen zwischen den drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Französisch. Und das Ganze wird dann natürlich immer toll untertitelt. Manchmal sogar auch die deutschen Sachen. Ja, die deutschen Sachen werden untertitelt. Und ich habe oft genug das Gefühl gehabt, so was die erzählen, was da unten steht, das sind zwei verschiedene Sachen. Also wer auch immer die Untertitel gemacht hat, der hat sich so grob an denen gehalten, was sie erzählt haben, aber nicht wirklich übersetzt. Aber das geht ja gar nicht um die, das ist ja gar nicht jetzt so wichtig um die Story. Also die Story hast du ja eigentlich schon mehr oder weniger zusammengefasst. Viel mehr gibt es auch nicht. Bruder kommt, der eine Bruder ist gechillt, der andere Bruder macht halt jeden Sommer Ferien dort, weil den beiden das Haus gehört. Die erste Amtshandlung ist halt, sein Bruder, der sein Zimmer bewohnt hat, oben nach unten zu schicken. Deswegen heißt es ja auch, im Sommer wohnt er unten, weil der Bruder halt nach unten jetzt ziehen muss. Es sind halt Brüder und wie Brüder so sind, die sind sich nicht immer ganz grün und streiten sich so ein bisschen. Dazu kommt, dass die französische Freundin von dem einen sich von niemandem was sagen lässt und gerne Widerworte gibt. Franzosen sind wohl ein wenig heißblütiger, ich weiß es nicht. Das Ganze ist eine Komödie, ich weiß nicht, ob man es jetzt schon rausgehört hat, gerade weil auch nicht so viele Leute gelacht haben eben bei der Befragung. Ich fand es doch stellenweise ganz lustig, allerdings, ja, also es war doch recht lustig stellenweise. Im Kino wurde oft gelacht, es waren auch ein paar richtig gute Gags dabei. War alles Situationskomik, also das könnte uns allen auch so passieren, wenn wir halt dieselben Voraussetzungen hätten. Es wird nichts überdreht, überspitzt oder so weiter und so fort. Es war eigentlich ein schöner Film, der so dahin plätschert. Aus dem Plätschern wird aber dann auch ganz schnell eher mehr so ein kleines Tröpfchen. Und es ist eigentlich, irgendwie ist doch langweilig, oder? Eine Stunde, 40 Minuten, x egal wie viele Minuten, Sekunden, aber es war definitiv zu lange. Und wegen Lachen, es haben vereinzelt welche gelacht, aber ich glaube, das war Geigenhumor. Oder einfach, wir wollen einfach mal lachen, weil ansonsten würde es mir ja weinen. Das ist, ja, gut, also... Ja. Es ist eine leichte Komödie, eine Beziehungskomödie. Ich weiß nicht, ob in der Filme... Ich möchte eigentlich Empfehlung... Es steht Romanze, Komödie, Drama und das passt eigentlich. Ja. Ein bisschen Komödie, sehr viel Drama. Und was war das dritte? Wieder vergessen. Romanze, ja, okay, Romanze könnt ihr auch vergessen. Das ist mehr oder weniger Drama. Ja. Ein Film, der hat eine bunte Mischung von allem, passt aber leider nicht so ganz zusammen. Ist allerdings so, die Situation ist recht schön und irgendwie passt es dann doch. So richtig schlecht ist er nicht, so richtig gut ist er auch nicht. Ich würde sagen, das ist mal wieder ein Film, der ging einfach 20 Minuten zu lang und war vielleicht ein bisschen zu filmisch inszeniert. Was ich nämlich nebenbei ergoogelt habe, weil, wie gesagt, so spannend war er nicht, das war der Eröffnungsfilm der Berlinale dieses Jahr. Ja, wir bekommen immer diese hochkarätigen Filmfestspiele. Deswegen war er wohl nicht so schlecht, aber vielleicht haben wir auch keine Ahnung. Die anderen 100 Mann, die heute im Kino waren, auch nicht. Wahrscheinlich haben wir keine Ahnung. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich... Irgendwas wollte ich gerade.
Wenn ihr auf französische, deutsche Komödien steht, ich meine, das ist ja durchaus ein eigenes Genre, was man so machen kann, die aber auf dem Boden geblieben sind und versuchen, ein bisschen künstlerisch anspruchsvoll zu sein, es aber vielleicht nicht ganz schaffen, geht da rein. Wenn ihr lesefaul seid, geht da nicht rein. Ja, es ist ein Film, der aus dem Leben gegriffen scheint, aber man geht nicht ins Kino, um irgendwas zu sehen, was alltäglich ist. Oder was heißt alltäglich? Ja, man will sich halt anders unterhalten, als irgendwelche Probleme von anderen Menschen zu sehen. Ja. Noch, ich glaube, uns ist noch nie eine Zusammenfassung und auch ein Fazit so schwer gefallen, aber ich... Naja, entweder guckt dann oder ihr guckt halt nicht. Ihr gewinnt nichts, ihr verliert nichts. Wir kommen einfach zur Auswertung. Wir lassen die Zuschauer entscheiden, ob ihr gucken dürft. Hier, jetzt die Auswertung. 4 Punkte, sag ich. Echt? Du gehst auf ganze 4 Punkte. Ich glaube, der hat übel abgeschnitten. Also die schlechteste Bewertung dieses Jahres hatte Vatican Tapes in der Originalversion mit 2,67 Punkte. War ja soweit weg nicht von der OV-Version, weil es gab ja viele Untertitel und fremde Sprachen. Ja, war fast eine OV-Version. Hätte auch in der OV laufen können. Nee, in OV gibt es keine Untertitel. Ich glaube, soweit ist der auch so nicht weg von der Bewertung. Ich sagte, ihr bekommt so eine 3,2 Punkte, also 3,2. Nee, ich glaube nicht. Dafür war er stellenweise zu lustig und so viele Leute sind auch nicht raus. Und ich glaube, die ihn richtig scheiße fanden, waren froh, dass er fertig war und sind rausgerannt, ohne zu bewerten. Deswegen 4, wahrscheinlich sogar eher 5 Punkte, sag ich mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zugucken. Heute ist die Uhr sagt, das Video ist ganz schön lange. Ja, ja. Und für alle, die heute dabei waren und gesagt haben, so, oh, das war überhaupt nicht mein Film. Ich mag keine deutschen Filme mehr, das nicht sehen. Hey, nächste Woche läuft kein deutscher Film, das verspreche ich euch. Da läuft mal wieder etwas, wo nicht steht Filmförderung Bayern, Sachsen-Anhalt, halt Hamburg, was weiß ich, sondern aus einem anderen Land. So richtig Hollywood-Kino mit viel Geld und Explosions. Ja, natürlich. Ja? Ja, ja. Ja, wuhu! Gut, dann vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal.